Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute haben wir hier dieses Schätzelchen im Schneesturm, kann man sagen. Wir haben ein absolutes Schneetreiben und zwar den Tier 5 Kreuzer Königsberg. Und ihr seht wieder mich, weil so wie es rübergekommen ist, hat es euch ganz gut getaugt bei den anderen Spielen bisher. Dementsprechend werde ich das jetzt öfters mal machen. Vielleicht nicht jedes Mal, aber ich glaube, daran kann man sich gewöhnen. Und ich denke, das ist auch mal was anderes, wenn ihr mal seht, wie ich denn das kommentiere, weil nur meine Stimme drüber legen kann ja jeder. So, deswegen, jetzt springen wir aber mal vor. Wir spulen, wir haben heute ein Quickie, ist eine recht schnelle Runde. Und jetzt haben wir hier schon die erste gegnerische Königsberg. Und da kriegt er sogar schon die Zitadelle raus und das hier auf die 10 Kilometer sofort 7000 Damage. Königsberg dreht natürlich sofort ab, aber hier gibt es gleich die nächste Zitadelle. Warum nicht? Zwei Hits, 14.000 Schaden, kann man mal machen. Er schießt hier mit AP, wobei jetzt der Winkel langsam ein wenig ungünstig dafür wird. Aber die Deutschen sind halt leider keine HE-Monster und dementsprechend bleibt ihnen jetzt gerade gar nichts anderes übrig. So, die Königsberg lässt er jetzt scheinbar nicht weg, die will er jetzt unbedingt. Man muss aufpassen, da vorne kommt nämlich noch einiges nach und zwar eine Wyoming und eine Emerald. Die sind dann doch ganz schön unangenehm, aber die Emerald, die fährt zumindest schön seitlich. Das heißt, und das macht er auch, geht sofort darauf. Aber ein bisschen langsamer, als er das gerade gedacht hätte. Deswegen gingen die ersten jetzt mal ein wenig daneben und jetzt hier die Torpedos im Wasser. Und dementsprechend ballert er da jetzt drauf, wo er sie zuletzt gesehen hat. Da ist auch einer eingeschlagen, darauf hätte er jetzt natürlich dementsprechend aimen können. So, jetzt die gegnerische Königsberg, die beachtet ihn jetzt wiederum sehr stark. Jetzt ist er hier im Rauch, macht hier seinen Katapultjäger an und da ist jetzt die Emerald, die steht förmlich, also die kann man jetzt gut behaken. Kryptoakustische Suche ebenfalls, alles angeschmissen, was er sozusagen zur Verfügung stehen hat und hier jetzt auch die Flak wahnsinnig am Arbeiten. Hat auch schon zwei Flugzeuge wenigstens runternehmen können. Muss aber aufpassen hier. Weiterhin die bösen Torpedoflieger über ihm. Da die Wyoming jetzt mit 6,3 Kilometer kommt auch immer näher. Aber er will jetzt erstmal noch die Königsberg da scheinbar raus haben. Ich würde jetzt ehrlicherweise langsam mir mal die Wyoming da angucken. Und vielleicht mal den ein oder anderen Torpedo da zumindest mal in die Richtung setzen. Weil der wird ja nicht schlecht. Man kann ja einfach mal den Torpedo nehmen. Einfach mal zack. Aber jetzt hat er erstmal die Königsberg rausgenommen und jetzt geht er auf die Wyoming. Aber vielleicht will er auch da nur möglichst nah rankommen, um die zu überraschen mit den Torpedos. Aus dem Winkel ist es echt schwierig, weil klar, sie kann am besten abdrehen, wenn überhaupt trifft er ein Torpedo. Man kann nicht sogar eine ganze Salve machen. Ich wäre jetzt noch so wie er noch ein Stück weiter rüber gefahren und hätte sie jetzt erst rüber gesetzt. Meines Erachtens der sinnigere Part, die zu schmeißen. Hat nämlich auch noch 50 Sekunden, aber die kommen gut. Die kommt besser als erwartet. Okay, ich habe nichts gesagt. Drei Zieltreffer zerstört, fertig. Aber wie gesagt, unterm Strich muss man trotzdem sagen, wenn man es anders macht, ist die Wahrscheinlichkeit, mit mehreren Torpedos zu treffen, natürlich höher. Aber auf der anderen Seite, es war eine stehende Wyoming. Also einfach draufpratzen, was da so geht. So, und jetzt hat hier die Emerald gegen sich. Die hat ihn jetzt erst sehr spät gesehen, weil er natürlich hinter der Insel hervorgekommen ist und den Rauch hatte. Emerald muss jetzt gegendrehen wegen den Torpedos. Das ist wiederum seine Chance hier, die Zitadellen zu treffen. Da will ich es gerade sagen und es passiert in dem Augenblick just. Und er hat schon 64.000 Schaden und 3 Kills. Also bisher läuft das Ganze wie ein Länderspiel. Perfekt, würde ich sagen. Bis aufs vielleicht immer das Finale. So, jetzt mal auf die Nassau da das Ganze austesten. Auch die ist schön seitlich und man sieht halt, die AP-Munition funktioniert halt bei den Deutschen wirklich phänomenal. Damit kann man echt was anfangen. Und auch auf Schlachtschiffe funktioniert die. Wobei natürlich, muss man jetzt ehrlich sagen, Nassau mit Tier 3 ist jetzt nicht der Gradmesser. Aber hier tut er sich verhältnismäßig schwer, nur 300 Schaden. Deswegen denkt er sich, alles gleich, nimm die Karlsruhe erstmal. Nur da war er am Ticken zu spät. Den Kill konnte er jetzt nicht abstauben.
Deswegen geht er jetzt doch wieder auf die Nassau drauf. Die Nassau ist da ganz alleine. Also das dürfte nicht wirklich funktionieren. Die dürfte da nicht wirklich lange den Weg da vorne sich wünschen, sag ich mal. Aber kann auch nicht mehr abdrehen. Was soll sie denn großartig machen? Die Nassau, die gehört der Katz. Ist nur die Frage, wie lange die da durchhält. Und er hat jetzt irgendwie aber gar keinen Bock mehr auf die. Denkt sich, alles klar. Nassau, macht schon jemand anders. Ich gehe auf die zu. So ist zumindest sein Plan. Ah, muss natürlich, weil die Ballistik dieser Granaten ist natürlich sehr bauchig. Dementsprechend auf die 15 Kilometer muss man natürlich dementsprechend schon aimen, dass man da auch wirklich da den Schaden drauf bekommt. Jetzt denkt er sich, alles klar, zu, ist mir zu kompliziert. Ich nehme doch wieder die Nassau. So wirkt es zumindest gerade. Aber jetzt hat die Nassau da auch die Torpedos. Also ich denke, jetzt ist die Nassau hin. Genauso ist es auch. Es schaut super aus für sein Team. Den mittleren Ring haben sie, den zweiten holen sie gerade. Und in dem dritten Ring, da geht es gerade gar nicht drum. Jetzt kann er wiederum sich der Zuhörer widmen, weil jetzt kommt es ja auch näher. Jetzt ist das alles nicht mehr so ganz schwierig zu treffen. Beide Teams jeweils noch mit 5 Schiffen. Nee, falsch gesagt. Das sein Team noch mit 6 Schiffen am Start, gegnerische Team noch mit 5. Also von dem her auch hier leichte Vorteile. Also bis dato läuft es einfach bestens für sein Team. So, aber er hat einfach echt Probleme, hier die Zuyo zu treffen. Das ist nicht so sein Gegner scheinbar. Und jetzt kriegt er von vorne ein bisschen was rein. Muss da aufpassen. Die König hat ihn scheinbar im Visier. Aber die kommen schön oben aufs Deck alle drauf. Das war zumindest mal ein an sich schöner Treffer, aber alle abgeprallt. Alle weg waren sie. Und jetzt kann er noch, natürlich noch sich um die König da kümmern. Eine Boke ist noch am Start, eine Clemson und eine Isokase. Also machbare Gegner. Da muss man fair bleiben. Hat die Isokase hier 9 Kilometer. Könnte vielleicht schon das erste Ziel jetzt werden. Smoke, da hat nicht mehr viel Hitpoints. 500 und 49. Und er macht den Abstauber. Da macht er den besten Abstauber, den man machen kann. 49 Hitpoints. Ja, auch die muss jemand machen. Also, irgendjemand muss auch die machen. Natürlich kann man jetzt vielleicht gleich sagen, der Kill war sehr wichtig, dass er den abgestaubt hat, weil er hat schon 4. Jetzt braucht er nur noch eine für die Krake. So, weiterhin die Flak am Start, aber ja, Flak ist halt jetzt nicht so das Ding der Königsberg. Man kriegt so mal aus Mitleid so einen Flieger runter. Also richtig hart ist das Ding nicht. Sieht man auch. Er hat oft schon Flieger über sich gehabt, aber hat erst 4 abgeschossen. Mit dem einen oder anderen Kreuzer in dem Spiel wäre da die Zahl nicht nur doppelt so hoch, sondern 3-4-mal so hoch. So, und jetzt auf die König. Die steht da schön eigentlich im Wasser. Also die kann er jetzt da gut treffen. Vielleicht sogar ein bisschen abbremsen, dass er weiterhin drauf schießen kann, weil wenn er jetzt zu weit vorfährt, dann kommt er natürlich einfach nicht mehr drauf. Und das wäre natürlich schade, weil König interessiert sich jetzt mal gerade gar nicht für ihn. Aber kann natürlich auch sein, dass er sich jetzt denkt, ich gehe für die Boke. Und deswegen ist mir die König total scheißegal. Ja, mal schauen, weil Boke, man sieht ja, wo die Flieger hinfliegen. Also die muss ja auch irgendwo hier aufgehen und sein. Da werden hier auch sagen, sein Flugzeugträger will jetzt da den Gegner jagen und dementsprechend müsste er jetzt bald da den Blick darauf haben. Und da hinten ist sie ganz am Ende. Da ist die Boke. Die hat noch nicht wirklich beschleunigt. Sieht man jetzt ganz schön am Rauch, dass sie jetzt gerade sozusagen in die Beschleunigung geht. Das heißt, da braucht er jetzt noch nicht so weit vorhalten. Aber dann eben schon. Und man sieht halt, 11 Sekunden sind die Granaten fast in der Luft. Und das ist halt eine Menge. Wobei das ein schöner Treffer war. 4 Zitadellen. Da musst du ja gleich selber nachschauen. Also der war satt. Der war richtig satt. Und nochmal 3. Okay. Jetzt hat er scheinbar den Dreh raus. Warum nicht gleich so? Dann muss ich sagen, wie schaut's aus? Der Kill ist da. Jetzt ist nur noch die Isokase am Start. Und
Auch das ist gleich passiert. Deswegen sage ich schon mal langsam vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mich heute mal live in Farbe zu sehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen da. Ein Abo ist gern genommen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.